Hey Freunde, heute machen wir was richtig Cooles, und zwar ein Noob-Gefängnis gegen ein Pro-Gefängnis. Und zwar wird Dandy dieses Noob-Gefängnis bauen, halt in der Erde, und ich werde in Diamant ein Gefängnis bauen, und das heißt, ich muss aus seinem Gefängnis dann ausbrechen, also ich muss dann dadurch einmal das Hindernisparcours machen, und er muss durch meinen Hindernisparcours, was er nicht schaffen wird. So, Dandy, willst du auch mal anfangen, Leute? Und freut mich mega, dass ihr... Und freut mich mega, dass ihr heute eingeschaltet habt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um auch keine Videos mehr zu verpassen. Schreibt ein liebes Kommentar, um auch eingeblendet zu werden, wie die ganzen anderen Kommentare. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, unsere Roblox-Kanäle zu abonnieren. Da kommen täglich neue Roblox-Videos. Und Dandy, bist du bereit, jetzt dein Gefängnis zu bauen? I am ready to rumble. Wie man so ich habe hier schon eine Kiste vorbereitet mit Items für mich, was ich machen kann. So. Zack, zack, zack. Einmal alles rausnehmen. Ich habe keinen Diamantblock. So, egal, wir sind ja eh in Game Mode 1. So. Das wird echt schwierig jetzt. Und wie groß machen wir das denn? Wir machen das mal, so. Machen wir nochmal so. Hier nochmal. Oh, du machst das ja echt groß. Okay, okay, so. Ja, ich habe so eine kleine Idee. Ich habe schon eine Idee, wie ich das mache. Wir brauchen ich eigentlich auch Polizeiwachen. Irgendwie müssen wir gleich ein paar Leute hier anheuern und sagen, ey, yo, wollt ihr mal... Ich packe in deiner Kiste mal ein Kristall, so, da hast du schon mal den Polizeichef, so, zack, in den Eingang. Und ich glaube, ich mache das auch so groß wie bei dir. Ey, bau auf deiner Seite! Meine Seite. Mach ich doch. Ich mache nur so lang, wie es bei dir war, so. Und hier machen wir ein bisschen länger, dann habe ich ein bisschen mehr Platz, das heißt... Bis hier, dann kann ich jetzt hier mit... Ich liebe diesen Sound von Dirt, wenn man so Dirt platziert. Das ist irgendwie so geil. Perfekt, jetzt können wir mit World Edit schneller bauen, Leute. Dann geht das viel schneller. So, aber das Ding ist, wir müssen richtig hoch bauen, Leute. Ihr werdet es gleich verstehen. Ich baue nicht nach oben, ich baue zur Seite einfach. Ich baue so ein richtig großes Hochsicherheitsgefängnis. Ich baue ein Noob-Gefängnis für die ganzen Noobs hier. Ich baue ein Profi-Gefängnis. So, ich glaube, es ist... Guck mal, wir sehen schon... Ich bin Bufflimolö. Schau, ich bin ein Profi. Oh. Was meinst du, krasser? Wir machen das einfach. Wir machen das einfach so. Und es hängt ganz kurz. Perfekt. Machen das dann hier so. Dann haben wir direkt alle Wände. Wir müssen das nicht zu oft machen. Wir müssen noch nicht alle Wände auf einmal machen. Fliegen jetzt einmal nach oben. Und haben es gleich ausgehöhlt. Wir machen hier ein Loch rein. So, hier die zweite und dann Luft da rein. Und perfekt. Das heißt, wenn wir jetzt hier reingehen, haben wir alles voller Diamantwände. Guckt mal, Leute, wie lang das ist. Oh, das geht ja richtig tief. Das ist ja echt krass. Oh mein Gott, bist ja durchgedreht. Oh, ich habe perfekt den Eingang getroffen. Das heißt, wir können jetzt anfangen mit den Sachen. Ich brauche hier die Eisentür. Mach mal so zack, zack. Ein Schalter. So, die brauchen wir nicht mehr. Und eine Wache. So, hier, da. Guck, die Wachen sind jetzt hier. Für mein Gefängnis. Heißt, wir müssen jetzt hier reingehen. So, perfekt. Tak, 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 tak. Was brauchen wir noch? Was ist denn los? Was passiert? Ach, alles gut. Alles easy peasy lemon squeezy. Alles easy lemon squeezy? Ja. Okay. Oh, so, Junge, hier ist der Junge, Eingang. Junge. Wir machen hier den Eingang. Gibt's eine Belohnung am Ende? Na klar, die Belohnung ist, dass du rauskommst. Ja, true. Stimmt schon wieder. Warte. So. Oh, es geht. Hörst du das? Was? Ich höre gar nicht, ich bin viel zu weit weg. Okay, so. Zack, 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 zack. Du darfst die Laser nicht berühren, weil sonst geht der Alarm los. Was, ein Alarm? Ja, ich habe einen Alarm. Da. So, okay. Zack. So. Das heißt, hier geht er dann lang und dann brauchen wir diesen Block. Das heißt, hier kann er dann hochgehen. Wie weit machen wir das hoch, Leute? Wir machen das erstmal so hoch. Genau. Und pack. Aber er kommt da nicht einfach so hin. Er muss erstmal hier im Kreis gehen und diesen Hindernisparcours schaffen. Oh nee, warte. Ich muss hier einen weitermachen, hier einen weiter. Ich habe eine richtig gute Idee. So, zack, 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 zack. Zack, zack. Hä? Ich,
Ich habe gerade hier Geister gesehen. Irgendwie ist ein Block alleine kaputt gegangen. Buffalo, machen wir keine Angst. Ich weiß nicht, was das war, Leute. So. So mit diesen Gittern zu arbeiten ist richtig schwer, weil man ja immer nur achten muss, wo man hinklickt. Gittern? Ja, Gittern. So Gefängnisgitter. Jojo, alles gut. Oder, ich meine, es ist ja ein Gefängnis, oder nicht? So, ich bin gerade ein bisschen konzentriert hier, weil ich muss die Laser machen. Du machst Laser? Oh oh, richtige Laser? Richtige Laser. Und zack. Okay, ich glaube diese... Boah, ich weiß nicht, ob man das überhaupt schafft. Schafft man das hier? Schafft man das? Ich muss auch selber ganz kurz testen. Oh mein Gott. Okay, funktioniert. Ich weiß nicht. Gut. Kann ich hier Laser hinbauen, Leute? Also die anderen Laser? Hallo, ich mach Rechtsklick drauf, hallo, geht doch. Das heißt, so kann er rüberspringen, perfekt. Muss es, aber darfst es nicht so schwer machen, okay? Ich teste gerade die Laser selber. Ja, es geht, es ist möglich. Okay. So, wollen wir mal hier weitermachen. Perfekt, kann man hier rüberspringen, kann man hier rüberspringen. Dann mach ich nochmal hier einen Laser hin. Ja, warum geht das nicht? Hallo? Hängt das gerade? Nee. Okay. Das nicht berühren, weil sonst geht der Alarm los? Magst du so gerne Leitersprünge, ne? Ich mag gerne Leitersprünge? Ich mag die eher weniger. Dann weiß ich ja, was ich gleich für Sprünge für dich platziere. Und zack. So, dann geht's hier weiter. Dann hat er das schon mal so geschafft. Aber was darf nicht in ein Gefängnis fehlen? Genau, überall Sicherheitskameras. So, zack. Alles wird beobachtet. So, perfekt. So. Und zack, 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 zack. Die erste Ebene ist fertig. Aber es wird gleich was richtig Cooles kommen, Leute. Ihr werdet überrascht sein, was gleich passiert. Werden wir wirklich überrascht, Buffalo? Wirklich? Ja. Also ich muss ja mir nicht so viel Mühe geben, denn ich mache ein Noob-Gefängnis. Du machst ein Dandy-Noob-Gefängnis? Na klar. War mir klar, dass du... Du musst ja ein Noob-Gefängnis machen. Ich habe ja die Dirt-Seite. Stimmt. Ich muss mir richtig viel Mühe geben hier. So. Du bist hier der Pro, aber ich werde dir keine Checkpoints machen. Gibst du mir keine Checkpoints? Nee, ist ja ein Noob-Ding, das muss man easy schaffen. So, perfekt, okay. Dann haben wir das. Der Anfang ist zwar ein bisschen leichter, aber hey. Hallo. Okay. So. Perfekt. So. Dann kannst du hier einfach nochmal lang gehen, dann gehst du hier nach oben. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin fertig. Du bist fertig? Ich bin fertig, ja. Ich bin noch nicht fertig. So, ich brauche mal ein, zack. Warte, wir machen das so. Wir machen das von hier nach. Zack, 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 zack. Nach hier. Und Diamant hin platzieren. Diamant. Und Diamant. Und jetzt kommt das Lustige, Leute. Jetzt kommt das Lustige. Das Lustige. Habt ihr gehört, Leute? Das Lustige. Was wird denn lustig sein? Das wird eine Überraschung sein, Leute. Ich brauche hier Bedrock. Bedrock? Ja, ich brauche Bedrock. Drehst du jetzt komplett durch, oder was? Ja, du musst hier ausbrechen. Ich mache das sicherste Gefängnis, so. Okay, okay. Bin mal gespannt, du. Oh, wait. So, 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 so. Und dann machen wir hier das dahin, Leute. Ihr könnt euch schon denken, was ich vorhabe.
Okay, was? Ich bin fertig. Du bist fertig? Bei mir dauert es noch ein bisschen. Na, dann easy. Kannst du ganz kurz eine Pause machen. Ja. So. Mach ich noch eine Tür. Passt. Jetzt mach ich hier das da hin. Oh. Das. Das. Wir müssen jetzt überall das einmal reinmachen, Leute. So. Hallo. Warum hängt es? Es hängt. Und zack. Haben wir jetzt in allen was drin? Genau. Jetzt noch überall Redstone hin. Das weg. Und ein Schalter darüber. Aber wird das auch passen, wenn ich den jetzt anmache? Ich glaube schon. Gut. Wir testen das mal, okay? Okay, wir testen das mal. Schon, ich habe tatsächlich meine Sachen getestet, alle. Was hast du? Warum höre ich deine Explosion? Aua, ich bin. Oh nein, ich bin runtergefallen. TP. So, ich muss mich mal kurz zu dir TP'en. Ja, kannst du machen. So. Ich habe vergessen, mir meinen Spawnpoint zu setzen. Ich muss mir ganz kurz auch noch Night Vision geben, weil ich sehe hier nichts drin. So, zack, 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 zack. Aber es hat funktioniert. Das heißt, das, was ich vorhabe, funktioniert sehr gut. So, das heißt, wie hoch sind wir geflogen? Dann bist doch ein richtiger Ingenieur, du. Nee. Mein Gefängnis ist cooler. Oh, mein Gefängnis ist cooler. Mein Gefängnis ist cooler. Was hast du da gebaut? Hä? Das wirst du gleich sehen, was ich gebaut habe. Ich denke auch, ja. So, wenn du dann hier runterspringst. Bap. Bap. Bap, okay. So, zack, zack. Kannst du hier so zack, 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 und da oben wird dann der Preis sein, Leute. Hier oben wird der Preis sein, wo er auch rauskommt. Und dann hier oben, zack, mit diesem Teil kann er dann hochfahren. Mach mal so, zack. Ich habe den geilen Preis reingetan. Du hast mir einen guten Preis reingemacht? Gut, perfekt. Find ich schon, ja. Ich brauche noch eine Truhe. Und zack. Und was geben wir ihnen, Leute? Perfekt. Funktioniert der so? Ja, ich glaube, der funktioniert so. Wir geben ihnen einfach den hier so. So, das, um auszubrechen. Es muss ja was sein, um auszubrechen. Aber jetzt testen wir das nochmal. Wir müssen meine Sache nochmal testen, ob das funktioniert, Leute. Wir machen das an. Wow! Was? Hack. Und hier runter? Warum bin ich nicht gesprungen? Dann. Warum geht das nicht? Was? Warum geht der? Ah. So. Okay. So, zack. Dann machen wir hier noch einen normalen Sprung hin. Hier einen normalen Sprung. Hier normalen, hier nochmal, hier nochmal. Und dann geht's ab. Hier nach oben. So, zack, 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 zack. Und. Ich habe irgendwas kaputt gemacht. So, hoch, 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 hoch. Warum kommt man hier nicht hoch? Okay, man kommt hier nicht hoch. Das heißt, ich muss das alles umbauen. So, zack. Genau, dann kommt man hier nach ganz oben. Und ich bin fertig. Oh, Ridey. Habe ich alles gebaut? Yep, ich habe alles gebaut. So, ich packe alles in meine Kiste rein. Brauche ich nicht mehr. Frage, Buffalo. Ja? Wer beginnt? Wer beginnt? Ich würde mal sagen... Ich fange mal bei dir an, okay? Oder willst du bei mir erstmal anfangen? Das entscheidest du?
Fang bei mir an. Beste komm. Kommt zum, oder? Willst du nicht sagen, das Beste kommt zum Schluss? Ja, okay, dann fange ich bei dir an. So, Spawn Point. Dann bin ich mal echt gespannt. Also, so. Okay, Leute, dann gehen wir jetzt mal rein. Guck mal, wie. Okay, was hast du da gebaut? Aber okay, ich bin mal gespannt. Okay, ist schon sehr viele Laser hast du hier gemacht? Das ist möglich, ich hab's geschafft. Beim zweiten okay. Versuch. Kann man hier durchlaufen? Du musst manchmal Schaden in Kauf nehmen. Oh, okay, okay. Hier kann man hier. Okay, hier kann man drunter durchgehen. Hier muss man Schaden. Ah! Ja, du musst manchmal auch regenerieren, so. Warten, bis du wieder voll Leben bist. Ich hab das schon getestet, das geht. Warte, aber hier kannst du einfach drüber springen rechts, Buflo. Hier muss ich mal Schaden nehmen. Ah, okay. Aber hier muss ich drunter aber durchgehen. Mehr Tipps gebe ich dir nicht. Hier muss ich jetzt warten? Dann nach da. Oh, das war knapp. Ja, es geht. Ich habe es alles getestet. Das heißt? Oh! Hier, okay. Okay, so, geschafft. Du hast zwei Wege zur Auswahl. Einen habe ich getestet, einer geht, der andere weiß ich nicht, ob der geht. Diese Sprünge mag ich nicht. Ja, aber guck dir mal die Leitern. Wo glaubst du, ist es realistischer, durchzukommen? Hier, ich glaube, links ist es realistischer. Okay, wenn du meinst, dann probier mal. Aua! Nein! Oh Gott, du darfst hier immer einen Spawnpoint nach jedem Raum machen, okay? Kann ich dann kurz da durchgehen? Ja, klar. Okay, gehe ich kurz mit Game Mode 1 durch, so. Du darfst hier den Spawnpoint machen. Okay, gut. Spawnpoint und Game Mode 0. So, diesmal mache ich das mit Comet-Blöcken, dann mache ich die richtigen Checkpoints. Oha! Okay, okay. Aber links ist, glaube ich, richtig, weil rechts ist nicht möglich, da hinzukommen. Ich habe es getestet, aber ich mache es jetzt mal ein bisschen einfacher. Okay, komm, let's go. So. Nein. Okay, das war jetzt bottig von dir. Das war jetzt ein richtiger Bot-Move. Das war sehr bottig, so. Ich habe ganz Zeit Lava im Gesicht, so. Okay, gut. Das Problem ist, wenn oben eine Decke ist, ich kann diese Sprünge nicht. Aber die gehen, das ist das Ding. Ja, ich weiß, dass die gehen, aber die sind sehr schwer. Okay. Du darfst hier oben wieder einen Spawnpoint machen, wenn du möchtest. Ich mach mal hier oben einen Spawnpoint. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ja, du siehst, es ist ein. Das Jump'n'Run habe ich beim Bauen getestet. Das geht alles. Easy. Ja, es ist halt ein Gefängnis, ne? Das war sehr schlecht von dir. Und trotzdem habe ich diesen Sprung nicht geschafft, Leute. Nicht ich muss langsam machen. Ja, genau. Man muss einfach langsam sein. Ein, zwei Sprünge hier sind sogar schon weit. Ich merke schon, dieser. Nee, der noch nicht. Die Sprünge kommen noch, glaube ich. Oh? Warte, ist das möglich? Ja, ist möglich, okay. Ich habe gedacht, hier oben wäre eine Decke. Alright, der Aufbau ich hab's geschafft. Ist fast beglückt und mit dem Jetpack kannst du natürlich jetzt hier ausbrechen. Ui. Let's so, go. Perfekt. Warte, mach ich mal ganz kurz mein Jetpack ausziehen. Gut, let's go. Dann mal Game Mode 1. Ich geh kurz rein, so, dass ich von oben filmen kann. Was hast du hier wieder fabriziert, Buffalo? Oh, du hast den Alarm berührt. Ja, und? Hast du gehört? Was sieht denn jetzt? Ausbruch. Danny möchte ausbrechen. Junge. Keiner wird mich hier aufhalten. Aber kann ich nicht rüberspringen? So kannst du. Du darfst es nicht berühren, weil sonst geht der Alarm los. Das ist ja cool. Okay. Also ja. Das ist meins schwieriger gewesen. Ja. Warte, ich habe das gar nicht getestet. Aber wirst du schon schaffen? Oh Gott, Alter. So, wollen wir mal hier hoch. Ich glaube, ich brauche nicht mal hier einen Checkpoint machen. Nee, musst du auch nicht. Oder mach aber. TNT-Kanone? Ja. Okay, Leute. Da wollen wir mal. Ich fliege schon mal nach oben. Oh. Ah. Oh mein Gott. Ah, ich bin gegen die Decke geknallt. Oh. Hast du es getestet? Ja. Oh nein, der Alarm. Ich hab's getestet. Okay, wahrscheinlich hat das von 10 Versuchen nur einmal geklappt oder so. Alter. Also ich bin immer oben drauf gelandet. Okay, Moment, ich muss mir ganz kurz hier Night Vision geben. So. Okay. So, mal. Los, Danny. Und du musst ausbrechen. Merz die Seite ein bisschen. Oh mein Gott. Doch, okay, das ist wirklich schwer hier. Und zack. Aber ich bin ein Minecraft-Experte. Oh, du warst drauf, oder? Oh ja, aber jetzt war's das.
Oh, jetzt schaffst du es nicht. Warte, ich geb dir. Okay, hier, warte. So. Warte. Puh! Okay, du hättest es aber schaffen können. Hättest es mit einem Ruck durchgemacht. Okay. Oh, ich hab vergessen, oben aufzunehmen. Let's go, let's go, let's go! Und zack! Leiter, auch nicht schlecht. Du kannst jetzt aus dem Gefängnis... Hey, wie geht der auf? Ich weiß es nicht. Oh Gott, das ist eine Tastenkombination. Egal, ah, okay. Egal. Ey, das war lustig. Aber ich fand das cool mit der TNT-Kanone. Man musste so richtig sich rausschießen aus dem Gefängnis. Deins war aber auch cool. Aber ja. Leute, welches fandet ihr am besten? Schreibt es mal in die Kommentare. Und wenn ihr mehr von so welchen Videos sehen wollt, abonniert den Kanal, schreibt ein liebes Kommentar, gebt dem Video einen Daumen nach oben und schaut auch bei Dandy vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.